Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zum allerneuesten Video von mir. Heute ranken wir die Vandal-Skin. Wir sind live on stream. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Link in der Videobeschreibung. So, Printer Part vorbei. Wir fangen jetzt an. Mit dem ersten Skin. Ich kenne den Skin hier halt nicht, ne? Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Skin ist. Aber sieht ganz okay aus. Checkst du? Also, deswegen machen wir den jetzt einfach mal auf C. Weil ich habe keine Ahnung, was das Skin das ist. Bombockert! Vielen Dank für die vier flammenden Herzen. Lass, ich küsse dein Herz, Bruder. Also, wir gehen jetzt rein mit dem ersten S-Tier-Skin, ich schwöre, das ist der S-Tier-Skin schlechthin. Also wenn der kommt, ich paye auch 100 Euro für den Skin, weil der crazy geil ist. Gaia-Shots gehen einfach anders rein. Der Skin ist absolut F. Keine Ahnung, was das für ein... Ja, der ist ugly, Bruder. Der ist ugly. Das ist auch... Weiß nicht, der ist auch ugly. Der kann raus. Champion 21 Wendel ist schon krass geil eigentlich. Aber ich würde sagen, das ist nur ein A, ist kein S. Ich finde, Champion 21 ist ein geiler Skin, steht vollkommen außer Frage, aber der soll, der ist nur ein A-Tier. Ich sehe auch gerade, ich sollte meine Cam am besten irgendwo hin machen, woanders. Ich mache meine Cam mal hier hin, weil ich gehe von links immer, dass man die Skins davor auch noch sieht. Den Skin finde ich auch absolut F, weg damit. Den Skin auch, F, weg damit. Der Skin, ich finde die ganze Skin-Reihe davon ist ein bisschen Arsch. Checkt, was ich meine? So geil ist der Skin gar nicht. Weil die sind alle, da steht einfach nur einfach was drauf, ist weiß, aber ist kein F. Ich würde dafür ein D geben. Wenn wir damit einfach, also ich glaube, wir sind da alle mit dem einverstanden. Der Skin ist jetzt nicht so der geilste halt. Aber halt auf jeden Fall, es ist kein F, aber auch kein. So C ist für mich so normal, okay, mit. Enderflame ist zwar nice, würde ich sagen. Aber ja, jein, so ist so. Ich würde sagen, also dass Enderflame auf B-Rank kommt. Also ich finde den nicht auf A. Er ist sowieso nicht, deswegen B-Rank auf Enderflame ist, glaube ich, valid. Ja, ja, okay, seid auch dabei, das fühle ich. Keine Ahnung, was das für ein Skin ist, deswegen ich mache den mal auf F. Origin, sage ich so, wie es ist. Origin einfach ein krasser Skin. Geile Animation und deswegen kommt der auf S. Ohne Diskussion, da kann keiner was sagen. Nach zwei Wochen macht er keinen Spaß mehr. Der Enderflame, ja, ich weiß, ich fand den von Anfang an nicht so geil. Irgendwie, ich finde die ein bisschen zu fett. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der ist ein bisschen zu fett, der Skin. Und deswegen hitte ich da nicht so. Forsaken? Keine Diskussion. S-Tier-Skin. Also ich finde, die Skins sind crazy. Glitch Pop? Also das ist, also ich sag, so wie es ist, Glitch Pop-Skin, Skin-Reihe. Es gibt nur ein Team. Yo, der Skin ist crazy. Oder wie in meinem Fall, ich finde den absolut scheiße, den Skin. Ich setze den auf ein F. Ich finde den wirklich miserabel. Ich finde den einfach kacke, den Skin. Ja, ja, ich finde den wirklich... Ich finde Glitch Pop. Ich finde die ganze Animation Müll. Selbst wenn ich keinen Skin habe, L, alles mit L voll. Wenn ich keinen Skin habe, spiele ich lieber keinen Skin anstatt den, ich schwöre. L-Tech for real, beende das. Keine Rederechte. Ja, ich finde Glitch Pop absolut scheiße, Digga. For real. Lösch dich. Damn. Der Skin auch, keine Ahnung, was für ein Skin ist, der kann weg, der auch. Der ist okay. Also das Ding ist halt, ich weiß, welcher Skin das ist, ich weiß noch nicht, wie er gerade heißt. Der ist zwar nicht so geil, aber der Safe Call kein F, deswegen gehe ich mit dem auf den D. Ich setze den hier vor Glitch Pop, weil wirklich Glitch Pop ist für mich miserabler Skin, Bruder. Der hier ist unnötig. Das ist dieser Forsaken, der ist trotzdem nice. Aber ist kein Forsaken, aber ist nicht scheiße, deswegen ist er B, würde ich sagen. Weil A ist der Safe Call nicht, weil es ein Fake Forsaken ist. Deswegen kann ich ja nicht unter Forsaken setzen, so. Dein Glitch Pop Call ist crazy. Ich finde Glitch Pop ugly as hell, Bro. Jetzt zum Beispiel auch, jetzt kommt zum nächsten Skin, wo es so voll Diskussionsbedarf gibt. Wie kann man einen Fake Forsaken über Glitch Pop machen? Ja, weil der trotzdem geil ist. Und ich finde Glitch Pop ugly as hell, Bruder. Overrated as fuck. Ja, aber trotzdem besser als Glitch Pop. Glitch Pop, Animation, alles ist kacke, Digga. Maximal auf C. Ja, gut, hast du auch wieder. Ja, nee, ich hab mich von dir jetzt ein bisschen beeinflussen lassen. Da hast schon recht, weil B ist schon so 2. Aber ist okay eigentlich nur. Ja, gut, da zieh ich mit. Der ist auf C, maximal C. Komm ich. Okay, bin ich einverstanden. Aber jetzt kommen wir zum nächsten. Was sind einmal Skins auf B? Ist Kriegsverbrechen. Ah, ich wusste nicht mal, dass er non-animated. Ich habe keine Ahnung von dem Skin. Ich wusste, er sieht aus wie Forsaken. So, jetzt könnt ihr mein Knie sehen. nee, also jetzt, Jungs, Redebedarf, Diskussionsbedarf. Blub, wer ist die? Aquarium, keine Ahnung, wie die heißt. Ich finde die nicht so geil, aber auf jeden Fall kein F, so wie die Glitch Pop. Ja, wobei, Glitch Pop, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist, wo wir so diskutiert haben, hier sind wirklich die Trash-Skins. Ich muss ja Glitch Pop dann mindestens eigentlich auf D packen, so.
Vollkommen trash ist das Skin nicht. Aber ich feier den überhaupt nicht, Digga. Was, Glitch verpacke ich im Leben nicht auf Tilt, auf D. Auf D lasse ich mich wirklich noch hochhandeln. Aber ansonsten, der wird nicht höher gehen. F, okay, F kann da raus, weil halt eben F ist halt wirklich nur Müll. Und diese Blubblub auch C maximal fühle ich hundertprozentig, weil ich habe die Blubblub jetzt gerade auf Dinger gespielt, auf der Guardian. Da war sie geil irgendwie, da hat sie gebockt. Aber auf der Vandal finde ich sie giga cringe. Was soll ich sagen, Digga? Nicht Giga Cringe. Habe ich meinen Kopf gefickt mit Giga Cringe. Giga. Ja, scheißegal, die ist kacke, Digga. Keine Ahnung, was das für ein Skin ist. Kenne ich auch nicht. Hier, jetzt kommen wir wieder zu zwei S-Tier-Skins. Mir fällt der Name nicht ein. Chaos Vandal, absolut S-Tier, ohne Diskussion. SS eigentlich. Ja, Chaos ist schon crazy. Ist schon echt krass, Digga. Und ich sag auch, Prime gehört easy call auf S-Tier. Ich finde, das ist... Ich finde den Prime, der geht, der ist einfach, muss eigentlich ist so, der Prime-Skin, der muss halt eigentlich so eine Zwischenstufe von S und A haben, würde ich schon fast sagen. Aber gibt's da nicht, also wird er automatisch S, finde ich für mich. Weil Prime ist halt einfach übel geil, Alter. Origin nicht, Bro? Doch, Bruder. Origin, crazy Skin, ich feier, ich liebe den übertrieben. Den Skin kenne ich nicht, weg damit. Reaver, komm mal. Wobei, maybe L-Tech von mir, aber Prime auf A. Nee, ich finde A-Rang ist die Prime nicht. Warte, ich rutsche die ganze Zeit runter, weil mein Stuhl kaputt ist. A-Rang ist die nicht, aber... Also deswegen, aber auch kein S, aber ich mache sie dann eher auf S, die Prime. Weil die ist kein A, so, you know. Xerofang, ja, die kommt ja safe dann noch irgendwo. Reaver, ist, ich finde die nicht so... Also die ist geil, aber nicht so, weiß ich mein. Da war auch nach einer Zeit richtig ausgelutscht. Welche? Origin meinst du jetzt? Weiß ich habe den Skin nicht, deswegen, der ist übel geil. Prime ist nicht S. Ja, ich weiß, Prime ist nicht S, aber auch kein A-Rang. Ich kann da halt, ich würde da einen Zwischenrang am besten reinballern, aber deswegen, Prime und Reaver sind beide A. Aber Reaver 100%ig A-Rang. Ich finde den geil, aber es geht so. Also es ist, bei mir schwankt sogar fast auf B, weil den finde ich wirklich ausgelutscht. Den finde ich, und da, ich, ist auch, weißt du, er ist ein bisschen zu bulky dafür, dass er auf A ist eigentlich, aber ich lasse ihn gerne auf A, weil das ist okay, I guess. RGX, also sage ich so, wie es ist, ich finde die RGX-Wendel kommt mir nicht höher als D. Aber actually S feiere ich gar nicht, ehrlich. Na, doch. Ich feiere die gar nicht. RGX, einer trollt. Ich finde RGX Wendel, ich hätte damit gar nicht. Ich finde die auch. Weißt du warum? Ich sag euch erstmal ganz genau, warum ich die nicht so geil finde. Ich finde, da ist nur eine einzige Variante geil. Die blaue. Warum? Weil die ist komplett schwarz, aber hat blaue Details. Übel clean. Alle anderen, die ist, guck dir den Müll an, die ist dann so voll grün oder voll rot oder voll orange, sieht scheiße aus. Würden die Skins einfach allgemein komplett schwarz sein, aber mit diesen Details einfach nur, in dann rot, blau oder was war's noch, orange, dann wäre sie wirklich geil oder grün dann halt. Wenn RGX eine Farbe wäre, dann kein Plan welche, aber die ist so, Matsu, checkst du? Ja, aber ich meine, die RGX, die ist halt so. Das Beispiel jetzt hier, die ist grün und schwarz und du changest die Farben zwischen weiß und blau und rot. Das sieht einfach kacke aus. Die einzige Variante, du kannst ja die Variante auch changen, ist ja die, wo dann halt komplett schwarz ist. Aber da sind so starke blaue... Oh, warte, ich zeig dir jetzt, was ich meine, Digga. Gehen wir ganz kurz hier in Ding rein. Ich glaube 9, Numlock 9 war das, oder? Ja, guck mal. Ich meine, das da hier, das sieht so clean aus, weißt du? Das sieht wirklich unfassbar geil aus. Und das Grüne hier, das scheiß halt... übertrieben rein, das Rote genauso und hier auch das Orange, das scheiß einfach rein. So wie sie hier im Blau ist, wäre sie so in Rot. Digga, das wäre ein S-Tier-Skin für mich. Aber weil sie mir die Möglichkeit nicht geben, den Skin genauso zu spielen, Digga, das ist für mich ein D. Weil ich bin ja, ich weiß, Digga. Aber bei D ist es nicht, ist ein C. Ist ein C. Ja, aber wegen Chroma so tief unten ist, dann ist es hart, ja. So safe ein S-Tier. Ich will aber, jetzt kommt Safe Call bei mir nicht auf S und auch nicht auf A. B überlege ich gerade. Du hast den nur so weit unten, weil da Kills angezeigt werden. Du sagst, ich habe die nur so weit unten, weil da Kills angezeigt werden. F, also doch F. Ja, eigentlich hast du schon recht. Dieses Kill-Anzeige-Ding ist schon geil. Machen sie auf die B. Einverstanden, ihr habt mich überredet bekommen. Den Skin kenne ich tatsächlich nicht. Auf F. Sakura, non-animated, aber ist geil.
Den packe ich auf C. Den packe ich actually auf C. Den Skin kenne ich zwar nicht ganz, sieht aber okay aus, I guess. D. Der ist ugly. Ugly. Sentinel of Light. Jungs, da gibt es keine Diskussion, weißt du, ich meine. Er ist S-Tier. Und leuchtende Bullets. Ja, das stimmt. Was ist mit Kurenami? Der Kurenami ist sogar gar nicht mal hier in der Liste hier drin, weil er dann noch zu neu quasi ist. Ja, der fehlt hier. Aber Kurenami ist halt called S-Tier. Ah, hier wird Trolling betrieben. Was, Bruder? Ich finde Sentinel of Light einfach krass, Digga. Digga, Spuck auf Glitch Pop, der ist ugly, Alter. Ich find, der ist clean, clean. Also Sentinel of Light ist, finde ich, ein ultimativ cleaner Skin. Deswegen geht er auf ein S. Ah, wobei, den Sentinel of Light würde ich auf jeden Fall für eine Chaos droppen. Also so Safe Call, also in dem Fall, oder für eine Gaia. Also, für jeden derer, den Skins hier oben, würde ich die Sentinel of Light droppen. Das heißt, muss ich eigentlich auf ein A packen, ne? Stimmt eigentlich auch. Diesen Skin hier, Digga, keine Ahnung, wer dabei Riot verarscht wurde. Genauso wie der hier und der hier. Das ist ein ugly. Der Skin hier, ne? Ich feiere den gar nicht mal so heftig, dieser 3D- und Tag- und Nacht-Skin. Er ist kein F, aber auch kein. Ich würde den auf C packen, einfach weil aus dem Grund, Sakura habe ich hier auch stehen. Ich muss den ja mindestens da hochpacken, so checkst du, wie ich meine? F 100%. Ha, ich finde den ganz okay, aber kein F, Bruder. Full Reactive Skins. Ja gut, stimmt halt auch, aber trotzdem, ich lasse ihn jetzt mal auf C, lass mich jetzt nicht mal überreden. Dieser Triumph Skin, ich habe den halt noch nie gespielt, der sieht an sich cool aus, aber ich habe den noch nie gespielt. Deswegen keine Ahnung, was sagt ihr dazu? Denn das müsst ihr jetzt entscheiden, wo wir den jetzt hinpacken. Jetzt, Ali, was sagst du zu Ayan? Ayan kommt gleich, aber der wird es auch wieder sich gespalten, sag ich so, wie es ist. Den auf D? D? Ja, okay, dann packen wir den auf D, weil ich kenne den halt überhaupt nicht. Keine Ahnung. Er sieht cool aus, aber der ist ugly as fuck. Na, ich finde, der sieht ganz okay aus. So. Das sieht nicht schlecht aus, aber ich habe keine Ahnung, wie der in-game aussieht. Ich habe keinen Bock, mir auch irgendwas reinzuziehen. Keine Ahnung, was das hier für ein Skin ist. Ich erkenne den noch nicht einmal. Dieser zusammengebaute. Ich feier den ehrlich nicht so. Aber kein F, den D vielleicht. B, den auf B? Dieser zusammengebaute? Also ich finde, der sieht voll ugly aus. Der Schrottskin passt halt zu deinem. Bro, irgendwie. Also auf mich wird geschossen, Digga. Was ist denn los? Hä? Den da hier, das ist. Derselbe wie. Das ist nicht der. Das Gegenstück von dem hier? Oder das ist ein. Ist es ein anderer? Ja, ist. Aber. Wir machen die auf D. Die zwei. Aber ich glaube, ich tue gleich noch ein bisschen herumschieben. SW? Ich den Skin kenne ich nicht mehr. Den finde ich geil, actually. Da kommt er bei mir auf ein A. Der ist echt geil. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist aber der mit dieser einen Kugel. Das Nachladen so. Cheat, cheat. Der ist geil. Finde ich echt geil. Na, B? Ne, ich finde den ehrlich nice. Wobei aber, ich würde den tatsächlich auch wieder für Sentinel of Light trotzdem wieder droppen. Weil der ist dann besser. Chronovoid, stimmt. Chronovoid. Ich finde Chronovoid nice. Das Knife finde ich auch übel geil. Dieses, wenn du kannst, wenn du es inspectest, dann ist es nur noch diese Kugel, die du hältst. So, finde ich nice. A zu hoch. Ja, fühle ich, hast recht, weil ich würde den auch für eine Sentinel of Light droppen. Also Safe Call, deswegen weg damit. Kenne ich nicht, jetzt kommt Ayan. Mach Ajax wenigstens auf A. Na, ehrlich nicht. Ja, gucken wir gleich noch, wir schieben gleich auf jeden Fall nochmal rum. Ayan Vandal. Und ich sag's so, wie es ist. Das ist, also für mich, also ich bin da so zwischen A und B, sage ich so, wie es ist. Ayan S, weiß ich nicht, ich finde Ayan nicht so geil. Mir gefällt der Schuss-Sound nicht so, you know. Das ist an sich clean, keine Frage. Clean, ja, ist clean. Aber die Effekte gefallen mir halt nicht so bei Ayan. B schon zu hoch. Ja, aber C, nee, ich würde sagen B, weil, guck mal, du kannst auch Ayan nicht mit den Skins hier, also mit Blub Blub und sowas in eine Spalte tun. Das muss also Safe Call auf B. Na, doch, Bruder, doch. Was ist das für ein Skin? Weg damit. Ist das diese Kryo? Der ist geil. Der hier? Ich glaube, das ist diese Kryo, oder? Das ist echt nice. Also ich verstehe, warum ihr so hoch guckt. Ich packe den aber auf ein B. Weil ich habe den noch nie gespielt. Noch nie habe ich den gespielt. Er sieht cool aus. Aber er hat noch nie gespielt, deswegen B, I guess. Damit geht's so crazy rein. For real, ja. Komm, dann lasst mich bei euch umstellen auf A. Ich gehe mal auf A mit euch. Ich finde auch hier Kamios ausspricht. Araxes, keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Der ist nice. Ist ein A-Tier-Skin. Weil vielleicht sogar ein B. Vielleicht sogar ein B. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das Ding ist, der Skin ist zwar schon sehr nice, aber Safe Call, was jetzt muss, aber Ajax A, sonst gehe ich behindert. In Schwarz S. Ja, das stimmt schon. Also, na, ich würde sagen A, Weiß und
schwarz sind S. Und der Rest ist halt A, aber wegen zwei Varianten. Packen wir dann trotzdem mal auf S deswegen? Was? IGX muss jetzt auf A. Ha, eigentlich schon. Also ich sag so wie es ist, für alle, fürs Protokoll, IGX ist nur auf A wegen Nevio. Also ich sag ehrlich, ne, aber ist okay, I guess. Ich lass mich von dir überreden. Und doch, Araxes muss man eigentlich schon auf S-Tier setzen, weil die schwarze und die weiße Variante echt sehr geil sind. Also die sind echt sehr nice. Den Skin kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Univandel, da kann mir keiner was sagen. Ich finde Univandel ist absolut ein S-Tier-Skin. Da finde ich, geht crazy rein. Mit Univandel ist gestört. Na, natürlich na A. Uni maximal B, weiß ich nicht, Digga. Also ich sehe den auf S sogar. Ich finde Univandel übel geil, Alter. Sound ist geil, aber Modell ist ass. Ja gut, da muss ich dir aber auch echt recht geben. Ich finde Imperial im Gegensatz. Also ich finde Imperial ist der beste. Ja, ich gehe auf A, weil Imperial ist der bessere Uniskin, sage ich so, wie es ist. Weil das Ding ist halt, Imperial ist leider hier nicht in der Liste, oder? Nee. Mann, von wann ist denn die Liste hier, Alter? August 22, ja, das macht natürlich wieder Sinn. Den Skin kenne ich nicht. Blackmark, also die als AK, als Skin zu haben. B, also ich. In Valorant kannst du so krasse Skins haben und dann kommen sie mit dem AK-Skin. Also ich finde das wirklich langweilig. C, fühle. Ja, okay, ich gehe mit C mit. Da braucht man mich noch nicht mehr überreden. Der geht auf C. AK über Glitch Pop. Ich kann nicht mehr, nur weil Modell ohne Sound. Wie ohne Sound. Aber eigentlich hat Rebos auch recht, dass die AK über der Glitch Pop ist, geht halt auch gar nicht fit. Die geht auf D runter. Die AK, ich weiß nicht. Es gibt so krasse Skins und dann. Die haben sich halt einfach da nichts einfallen lassen. Glitch, denke ich, ist der Name. Mage Punk. Das ist ein W-Skin. Aber ich habe den noch nie auf Wendel gespielt, to be honest. Nur Phantom. Aber auf Phantom ging der richtig ab, Digga. Auf Phantom war der geil. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht. Mach Glitch, Glitch Pop noch B und alle sind zufrieden. B ist viel zu hoch, aber für Glitch Pop, Bruder. Ich gehe auf C. Ich lasse mich wirklich nur noch auf C einigen, aber mehr geht. Die ist kein B-Skin. Glitch Pop ist kacke, Digga. For real, for real. Das kenne ich nicht. Der ist auch scheiße. Aber Mage Punk, guck mal, das ist der letzte Skin für die Liste leider. Ich habe falsche Liste ausgesucht, aber egal. Kann man so ein Glitch Pop Hater sein? Ich finde die wirklich schlecht, den Skin. Wirklich schlecht. Auch wenn du dann selbst die Kill-Animation am Ende, ich feier das gar nicht. Das ist einfach, also Pixel hingewichst. Null, also ich find's gar nicht geil. Mage Punk, jetzt lass uns mal ganz kurz den letzten Skin raten und dann können wir nochmal ein bisschen so diese Feinjustierung machen. Mage Punk finde ich nice. Das Knife ist geil, die Ghost ist geil, die Phantom ist geil, die habe ich, also gut, das Knife habe ich nicht gespielt, aber es sieht geil aus. Ghost und Phantom sind übel geil. Ich denke, der Vanillaskin wird halt auch geil sein. Ich würde den halt aber. Ich kann es halt schlecht einschätzen, weil ich habe den noch nie gespielt. Ich muss den halt auf C packen. Also es geht halt nicht anders. Ich muss halt bedenken, dass Glitch Pop eines der ersten Bundles war. Ja, ist ja auch schön und gut, dass es eines der ersten Bundles war, aber ich finde den halt einfach. Das hat mich nicht erreicht, der Skin. Der ist zu viel, finde ich. Der ist nicht mehr clean, der ist einfach too much, Bruder. Allein wenn es schießt, guck mal. 9, ne? Ganz kurz hier bei den Chat da so rüber. Also die da hier ist die einzige Variante, die halt noch so geht. Aber wenn ihr das mal so anschaut, die ist too much, Bruder. Da bewegt sich viel zu viel und da ist, Digga, wie auf dem Dinger. Ja, ist auf der Kirmes, Junge. Auf dem Rummel, jetzt habe ich's. Too much, Bruder. Lol, das habe ich noch nie gesehen, Digga. Das Eichhörnchen, das Einhorn, Bruder. For real habe ich das noch nie gesehen. Das, was dann da oben drauf ist. Okay, wo haben wir Diskussionsbedarf? Welcher Skin muss ich noch verschieben? Wo wollt ihr mit mir in die Diskussion reingehen, dass wir das verschieben müssen? Bei B? Glitch Pop B? Sonst unfollow. Okay, komm. Ich bin schwer dagegen, sage ich so, wie es ist. Machen wir den auf B? Man kann mit mir reden, man kann mit mir verhandeln. Gehen wir mal hier an der Stelle auf ein B. Aber ansonsten, was meint ihr? Ist die Liste gut gelungen oder nicht? Prime und RGX zu tauschen? Na, Bruder, ich finde Prime ist ein S-Tier-Skin. Hat einer von euch. Ja, Bruder, aber ihr wollt mit mir ja nicht spielen. Hätte ich gesagt, hat einer von euch den RGX-Skin? Ansonsten lasst zusammen zocken und ihr droppt mir den halt. Dann kann ich nicht mit denen ein paar Runden zocken. Und dann hätte ich vielleicht im Nachhinein dann noch meine Meinung geändert. So. Also die zwei Skins sind also auf dem richtigen Platz, finde ich. Lege meine Hand dafür ins Feuer. Crazy. Na, ich finde Prime ist ein OG-Skin. Der ist geil. Der bleibt auf S. Damit geht auch crazy rein. So, Nummer 23 Champion. War das auch ein Dinger-Skin? Wendel? Wo sind die? Ah, ja, okay. Check. Ist nicht so geil. Ja, ich finde den okay, actually. Den 23er würde ich auf jeden Fall. Warte, ich den
Guck mal, den 23, ich habe ja den 21er Wendel auf A. Welche der 23er auch in der Liste hätte ich den 21er auf B und den 23er auf A gepackt, weil ich finde den 23er, der ist ein bisschen geiler, ist ein bisschen cleaner. Hat bessere Animationen, finde ich. Aber mit dem Champion geht nichts rein, sag ich. So ein L for real, 70% Aim. Ja, echt jetzt? 2 Wochen gespielt, als er released wurde, dann nie wieder. 2 Wochen schon zu lang. Wenn ich könnte, würde ich ihn sofort verkaufen. Als ob der echt so Arsch ist. Ja, ich gebe halt kaum Geld aus für das Game. Deswegen geht's mir eigentlich gut. Der ist kacke, mehr musst du nicht wissen. Ja, okay, check. Kann ich eh nicht mehr kaufen, der ist gone. Dann wenn es besser. So. Freunde, wenn euch das Ranking gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da, aber macht übertrieben Diskussion in den Kommentaren. Da habe ich Bock drauf, auf so richtig krasse Diskussionsrunde in den Kommentaren. Deswegen lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da und schaut gerne auf Twitch und TikTok vorbei, da tue ich Daily Stream. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag und ciao, gell? W Unmods.